Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich die IKEA-Malmkommode aufbauen und somit natürlich auch mit den Schubladen richtig montieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige das Ganze mal bei der Variante mit drei Schubladen, doch die Anleitung funktioniert natürlich für andere Modelle relativ ähnlich. Und zuerst einmal sollten wir uns unbedingt alles ordentlich auf den Boden auspacken, dass wir natürlich auch einen schönen Überblick haben. In meinem Fall war es so, dass der Korpus ein extra Paket war, das habe ich mir natürlich auch extra hingelegt. Und hier hinten sind alle Dinge, die ich für meine drei Schubladen benötige. Danach können wir unsere beiden Seitenteile auch schon mal so auf den Boden hinlegen, dass diese großen Löcher auf jeden Fall nach vorne zeigen und die Rollen jeweils nach außen. Jetzt geht es nämlich darum, dass wir mal solche kleinen Schraubdübel hier überall hineingeben. Insgesamt 5 Stück auf jeder Seite und wir müssen immer diese kleineren Löcher hier außen verwenden. Da bei den großen Löchern hier unten brauchen wir keine und auch hier haben wir noch 2 solche etwas kleineren Löcher. Entweder wir benutzen einen Schraubendreher oder wie in meinem Fall, was natürlich deutlich schneller geht, einen Akkuschrauber, den ich gerne auf die Drehmomentstufe 5 stelle, dass meine Schrauben alle gleichmäßig stark angezogen sind. Im nächsten Schritt können wir jeweils 7 solche Holzdübel mal auf jedem Seitenteil in die etwas größeren Bohrungen mit einem ganz normalen Hammer hineinklopfen. Da erkennt man übrigens am Geräusch auch relativ gut, wann die Dübel wirklich genau in dem Loch drinnen sind. Für die 4 großen Löcher benötigen wir noch solche sogenannten Möbelverbinder und die haben einfach jetzt einen Pfeil, der in meinem Fall gerade nach unten zeigt und der Pfeil muss danach bitte auch unbedingt hier vorne zu unserer Bohrung noch vorzeigen. Falls das Ganze bei dir jetzt übrigens leicht verdrehen sein sollte, dann ist das auch nicht schlimm. Einfach einen passenden Schraubendreher zur Hand nehmen, hier oben hineingeben und wir können den Pfeil auch noch ganz einfach ausrichten. Auf der Unterseite von unseren Seitenteilen müssen wir noch insgesamt 4 solche Plastikfüße anbringen. Da befinden sich einfach jeweils 2 Löcher auf den Außenseiten und wir können das Ganze auch schon einfach hineinklopfen. Für die anderen 2 Füße benötigen wir mal noch dieses relativ lange Bauteil und da haben wir auch wieder 2 Bohrungen auf den Außenseiten. Als nächstes benötigen wir mal 4 von diesen relativ dicken Schrauben und jetzt geht es nämlich darum, dass wir mal diese Winkel hier richtig rum in die Bohrung hineingeben, sodass der Winkel auch auf jeden Fall nach außen hier hin zeigt und wir können das Ganze auch jeweils mit 2 von diesen Schrauben hier festdrehen. Auf der anderen Seite natürlich dasselbe Spiel. Und wir geben dieses Bauteil mal in unser Seitenteil so hinein, dass die Füße auf jeden Fall auch nach unten zeigen und natürlich der Winkel auch in die entsprechenden Bohrungen ganz einfach hineinpasst. Und dann können wir wieder 2 von diesen relativ dicken Schrauben nehmen und das Ganze hier in unserem Seitenteil befestigen. Im nächsten Schritt benötige ich mal meine 3 relativ langen, flachen Zwischenstücke und da kann ich jetzt insgesamt 6 solche Möbelverbinder in die großen Löcher hineingeben, so dass der Pfeil natürlich wieder nach außen zeigt. Diese Zwischenstücke kommen jetzt nämlich auf meine Befestigung hier außen drauf und da muss ich eigentlich nur darauf achten, dass diese Möbelverbinder auf jeden Fall nach innen zeigen und der Möbelverbinder ist jetzt etwas links versetzt, bedeutet, das passt auch, da natürlich mein Schraubdübel auch in diese spezielle Halterung hinein muss. Dasselbe Spiel machen wir natürlich mit den anderen beiden Bauteilen auch noch. Damit sich diese Verbindung auch festzieht, müssen wir mal mit dem passenden Schraubendreher hier hineingehen und das Ganze mal circa eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen und somit ist das Ganze dann auch schon fest. Jetzt diese unterschiedlich dicken braunen Platten auf den Boden legen und da können wir auch wieder 4 Möbelverbinder hineingeben. Die dicke Platte mit dem Möbelverbinder nach unten schauend auch schon hier unten einmal auf unser Seitenteil hinaufgeben. Diesen Möbelverbinder wieder im Uhrzeigersinn festdrehen. Und darüber kommt meine etwas dünnere Platte, die ich auch ganz einfach aufsetzen kann. Und natürlich wieder mit meinem Schraubendreher hier hinten eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn festdrehe. Das andere Seitenteil kann ich jetzt mit gutem Gewissen mal von oben hier richtig herum drauf geben und das ist einfach eine Fummelarbeit, da natürlich jede Schraube bzw. jeder Dübel in das entsprechende Loch auch hineinpassen muss.
Bei mir schaut es gut aus, weswegen ich meine drei Möbelverbinder hier vorne mal wieder ordentlich anziehe. Danach die zwei unteren bei meinen relativ dicken Platten. Und den Winkel müssen wir natürlich auch noch zweimal an unserem Seitenteil festschrauben. Im nächsten Schritt lege ich mir meinen Deckel so auf den Boden, dass diese schiefen Löcher nach vorne zeigen. Und ich kann auch mal hier außen wieder insgesamt 4 Schraubdübel und etwas weiter innen 4 solche Holzdübel hineingeben. Da unsere Malmkommode bei geöffneten Schubladen sehr leicht umkippen kann, sollten wir unbedingt diese Befestigung für die Wand auch anbringen. Hierfür den Winkel mit der relativ langen Seite einmal auf den Deckel draufgeben und dann benötigen wir auch schon diese Beilagscheibe und die relativ kleine spitze Schraube hier. Bedeutet, die Schraube einfach mal durch die Beilagscheibe hindurchgeben und wir können diese auch schon hier festschrauben. Auf der anderen Seite dasselbe Spiel natürlich auch. Den Korpus können wir mit den weißen Zwischenteilen auch nach vorne schon schauend lassen und dann sollten natürlich bei dem Deckel auch die Winkel nach hinten schauen. Wir können diesen auch mal wieder in unsere Bohrungen überall sauber hineingeben. Danach unsere 4 Möbelverbinder nicht vergessen. Und ich lege mir meinen Korpus einmal so hin, dass ich jetzt auch die Rückwand schon aufbringen kann. Hierbei müssen wir eigentlich nur darauf achten, dass diese Ecken, die wo ausgespart sind, natürlich auch zu unserem Winkel hier oben zeigen, wo später das Ganze an der Wand befestigt werden kann. Und wenn es dann passt, müssen wir diese mitgelieferten Nägel einmal am besten zuerst überall in die Ecken hineinschlagen, dass diese schon mal recht fest sind. Unsere Ecken sind auf jeden Fall fest und jetzt geht es mal darum, dass wir die restlichen Nägel noch relativ gleichmäßig über diese Seite hier außen verteilt hineinbringen. Ich mache das am liebsten so, dass ich jetzt zum Beispiel zwischen diesen zwei Nägeln mir die Mitte heraussuche, da klopfe ich einen Nagel rein und danach nehme ich mir von diesen zwei Nägeln hier noch einmal die Mitte. Und wenn am Ende dann doch irgendwo etwas übrig bleiben sollte, dann kann ich natürlich zwischen diesen zwei Nägeln noch einmal die Mitte nehmen. Und so sollten wir eigentlich die Rückwand relativ gleichmäßig an unserem Schrank befestigen. Die Rückwand ist auf jeden Fall bombenfest und jetzt wäre ein super Zeitpunkt, die Kommode an der Wand zu befestigen. Ich zeige das Ganze mal nur in der Theorie und hierfür müssen wir einfach hier oben die Schraube lösen bzw. etwas lockern, den Winkel an unsere Wand nach hinten schieben und dann können wir nämlich auch schon mit einem einfachen Bleistift einmal das Ganze an der Wand markieren, die Kommode wieder entfernen, das Loch mit einer Bohrmaschine bohren. Bei mir war zum Beispiel so ein 8er Dübel mit dabei, weswegen ich auch eine 8er Bohrung durchführen müsste. Danach kann ich dann auch den Dübel ganz einfach mit einem Hammer nämlich in die Wand hinten hineinklopfen. Und dann geht es eigentlich noch darum, dass wir unsere Kommode wieder hinschieben, diese relativ lange Schraube verwenden, eine Beilagscheibe drüber geben und das Ganze von hier vorne auch an unserer Wand befestigen. Auf der anderen Seite machen wir dasselbe Spiel natürlich auch noch. Der Korpus ist soweit fertig, deswegen wir auch mal unsere Schubladen zusammenbauen können. Ich zeige das Ganze einfach mal bei einer Schublade, doch du kannst natürlich diese Schritte gleichzeitig auch mit den anderen Schubladen machen. Ich persönlich finde, das geht dann deutlich schneller. Und zuerst einmal müssen wir wieder 4 solche Holzdübel und vor allem auch 4 Schraubdübel in die entsprechenden Löcher hineingeben. Und dieses Mal haben wir aber auch noch solche kleinen Plastikdämpfer mit dabei, die einfach hier außen hineinkommen, dass die Schublade danach auch schöner zugeht. Danach bereiten wir unsere beiden Seitenteile einmal vor, die wir an diesen zwei großen Löchern erkennen, wo wir natürlich auch wieder insgesamt 4 solche Möbelverbinder hineingeben. Und wir können unser Seitenteil mal so hinstellen, dass diese Einkerbung auf jeden Fall nach innen zeigt und die Möbelverbinder nach außen. Bedeutet, ich gebe das eine Teil mal hier außen schon drauf und das Gegenstück natürlich genauso. Und ziehe meine Möbelverbinder wieder ordentlich an. Damit man das besser sieht, habe ich meine Schublade mal umgedreht und jetzt geht es darum, dass wir auf jeden Fall die Rückwand richtig rum einsetzen. Bedeutet, die unschöne Seite nach unten und die schöne Seite kann ich einfach mal hier schon ungefähr mittig hineingeben.
Setze meine Rückwand von oben richtig rum ein, dass die Einkerbung natürlich auch mit dem Boden zusammenpasst. Und zuerst sollte man das auf einer Seite etwas machen und danach auf die andere Seite rübergehen. Und damit alles zusammenhält, nehme ich jetzt mal 4 solche Schlagtürme und da kann ich einfach 2 von jeder Seite hier oben hineinklopfen. Im nächsten Schritt drehe ich mir meine Schublade mal um und dann benötige ich auch schon die Schienen, denn da geht es jetzt einfach darum, dass die Rollen auf jeden Fall nach hinten zeigen und man kann das normalerweise gar nicht verkehrt herum anbringen. Diese wird übrigens mit 3 solchen kleinen stumpfen Schrauben von außen mal in der Schublade befestigt. Die Schienen sind fest und jetzt müssen wir noch diese Stabilisierungsstange auf jeden Fall mit einbringen, dass der Boden natürlich auch in der Mitte nicht nachgeben kann. Hierfür haben wir hinten schon eine kleine Bohrung und hier vorne müssen wir uns aber noch selber eine Bohrung erschaffen. Bedeutet, ich messe mir jetzt einfach mal von hier außen die Kante aus. Ich habe da genau einen Abstand von 71,5 und möchte jetzt einfach die Mitte ermitteln, dass natürlich die Stange dann auch gerade ist und nicht irgendwie so schief drinnen hängt. Bedeutet, 35,7 ist ungefähr die Mitte, da zeichne ich mir jetzt auch mal so einen Strich an und wenn ich mit meiner Schiene nämlich hier drüber gehe, dann kann ich da auch schon meine Schraube genau mittig befestigen. Zuerst müssen wir mal so eine spitze Schraube hier hinten schon etwas hineindrehen, diese aber bitte wirklich noch nicht festziehen. Danach diese Schiene von der Seite hineingeben und wir können diese auch schon mal richtig umdrehen. Und die andere Seite der Schiene kann ich mal so hingeben, dass ich auch meine Markierung genau hier in der Mitte sehe und schraube da meine Schraube ordentlich fest. Die anderen beiden Schubladen habe ich mal genauso aufgebaut und jetzt können wir diese auch schon in unsere Kommode hineinschieben. Hierbei muss ich nur darauf achten, dass die Rolle von meiner Schublade über die Rolle von meinem Schrank hier drüber geht. Bedeutet, ich tue die Schublade mal etwas schief nach oben heben, schaue, dass die Rollen drüber gehen und wenn es dann geschehen ist, diese etwas in die gegengesetzte Richtung kippen und schon ist meine Schublade hier auch schon richtig drin. Und dasselbe Spiel machen wir natürlich mit den 2 hier oben auch und somit haben wir dann auch schon unsere IKEA-Malmkommode richtig aufgebaut. Wenn du dir für zu Hause eine Malmkommode in den verschiedensten Varianten bzw. Farben, einen Akkuschrauber oder natürlich auch solche passende Organizer hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.